Sei gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror 2 hier aus Biddeford und in der Nähe des Wild Coast Hotels, wo wir in der letzten Folge den blinden Stock von Eddie zurückerlangen konnten. Und wir werden den jetzt hoffentlich eintauschen können gegen den Dia-Projektor, den wir wiederum brauchen, um Rotlicht in unsere Bude zu bekommen, damit wir die Fotos von Angelina entwickeln können. Ich bin gespannt, ob das klappen wird. Wir werden es ja gleich sehen. So, da ist einmal der Eddie. Haben wir denn den blinden Stock? Da ist er. Geben wir ihm den. Oder versuchen wir ihn hintern? Ihr blinden Stock. Danke, bist ja doch schlauer, als du dich anhörst. Stell ihn am besten neben die Tür. Okay. Solange du ihn wiederfindest. Wenn ich dir helfen kann, musst du nur sagen. Ach, nett. Wegen des Dia-Projektors. Ist nicht zu verkaufen. Ich will ihn auch nicht kaufen. Ich brauche ihn nur kurz. Ich möchte ihn mir ausleihen. Ich habe ihnen schließlich mit der Münze geholfen und ihren Blindenstock wieder beschafft. Hm. Das ist wahr. Ach, da ist der Dia-Projektor. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo soll er denn sein? Okay. Nimm dir den Projektor. Aber bring ihn zurück, heute noch. Ja, heute noch und unbeschädigt. Gut, gut. Ja, vor allem, weil er wahrscheinlich so sehr in Benutzung war. Bescheuert. Okay, wir haben also den Dia-Projektor. Und wie gesagt, damit müssten wir jetzt eigentlich alles haben, was wir brauchen. Können wir mal hier reingehen. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, wir müssen dieses Spiel... Ich habe alles beisammen, was ich für die Entwicklung der Bilder brauche. Das wird jetzt etwas dauern. Also los. Ach, das Spiel scheint das ohne weiteres Minigame zu machen. Ja, tatsächlich, sehr cool. Ich hab die Bilder. Sie sind ziemlich gut geworden, wenn man bedenkt, unter welchen Bedingungen ich sie entwickeln musste. Ja. Der ganze Kram, den ich für die Entwicklung gebraucht habe, liegt in der Badewanne. Ich hoffe, ich brauche ihn erstmal nicht mehr. Nur Eddies Dia-Projektor nehme ich mit. Ich wünschte, ich könnte mir eigene Abzüge von den Bildern machen. Das Fotopapier ist alle. Aber wenigstens eins werde ich behalten. Natürlich dieses. Unbedingt dieses. Ich gehe nochmal meine Mutter besuchen. Und dann mache ich mich ausgefertigt. Oh Mann. Am Abend. Ja, hätte ich mal nicht so und bei... Du meinst, dieser Typ verfolgt mich? Meine reisende Studentin aus England? Warum sollte er? Keine Ahnung. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass er dich verfolgt. Ich habe nur gesagt, dass es sein könnte. Vielleicht verfolgt er mich ja. Schon gut, Darren. Das war nicht böse gemeint. Was ist los mit dir? Ach, ich weiß auch nicht. Es ist einfach gerade alles zu viel für mich. Meine Mom liegt im Krankenhaus. Diese Sache mit England und dann dieser Kerl. Welche Sache mit England? Naja, meine Mom. Sie bekommt Geld aus England. Ein Kaff namens Willow Creek. Kennst du das? Ja, ich weiß sogar ungefähr, wo das liegt. Ich glaube, es ist der Ort, an dem meine Mom als Köchin gearbeitet hat. Und sie bekommt immer noch Geld von da? Ihr Plumpudding muss göttlich sein. Das ist es eben. Es ist über 20 Jahre her. Wer schickt ihr über $1000 jeden Monat? Und wofür? Dieses Kästchen habe ich bei den Überweisungen gefunden. Hm... Ich habe es zuvor noch nie gesehen. Und das Wappen mit den drei Löwen, das ist ein englisches Wappen, oder? Das ist es. Was genau tust du da? Ich dachte nur, du wolltest vielleicht den Inhalt sehen. Du weißt, wie man es öffnet? Solche Schatullen wurden im 19. Jahrhundert zu Tausenden produziert. Es gibt einen speziellen Verschlussmechanismus, der Neugierige fernhalten soll. Hat wohl nicht ganz funktioniert. Was ist drin? Foto. Wer auch immer die beiden sind, die kommen mir jetzt überhaupt nicht bekannt vor. Was ich eben noch sagen wollte, hätten wir bei Fuller bei der Fotoentwicklung nicht so gefuscht, dann hätten wir auch noch mehr Papier über gehabt für einige weitere Abzüge. Wer ist denn die Frau? Wer ist die Frau? Wer ist der Typ vor allem? Ein Mann und eine Frau vor einem schmiedeeisernen Tor.
Ist das deine Mom? Und der Mann, ist das dein Vater? Steht hinten was drauf? Black Mirror Castle, Willow Creek, England. Oktober 1969. Wow. Was ist? Meine Mom. Darren. Findest du, sie sieht aus, als wäre sie im 5. Monat schwanger? Merkwürdig. Kapitel 2. So langsam offenbart sich da ein bisschen was. Und unsere Mutter hat in unserer Vision nach uns geschrien. Darren Michaels? Conley, mein Name. Ich bin Inspektor der hiesigen Polizei. Bin ich verhaftet? Nein, das nicht. Aber wir müssten mit Ihnen sprechen. Darf ich eintreten? Sicher. Warum denn? Also? Sie arbeiten in Fullers Fotostudio, ist das richtig? Seit gestern nicht mehr. Nicht mehr? Warum? Das Betriebsklima. Ich habe gekündigt. Gekündigt? Oder wurden Sie hinausgeworfen? Gab es Streit? Ist was mit Fuller? Bitte sagen Sie ja. Also, ja. Haben Sie ihn verhaftet? Oder hat ihn irgendjemand in einer dunklen Seitengasse zusammengetreten? Würde Ihnen das gefallen? Nur wenn's schmerzhaft war. Er ist tot. Wow. Er wurde heute in den frühen Morgenstunden erstochen. Wir zählen noch die Einstiche. Können Sie uns dazu etwas sagen? Nein. Nichts, was Sie angemessen finden würden. Da muss jemand eine ziemliche Wut auf den alten Mr. Fuller gehabt haben. Wie wütend waren Sie auf ihn, Darren? So wütend, dass ich seinen Tod nicht bedauere. Aber ich habe nichts damit zu tun. Ich habe ihn gestern Nachmittag, als er mich rausgeworfen hat, zum letzten Mal gesehen. Und danach sind Sie nicht mehr im Laden gewesen? Nein. Wir haben Ihre Fingerabdrücke gefunden. Klar, ich habe da gearbeitet. Auf dem Tresor. Gehörte das zu Ihrer Arbeit? Was wollen Sie? Wo waren Sie gestern Abend? Ich war am Balbers Diner. Mit einer Freundin. Richtig, Angelina Morgan. Sie kennen sie noch nicht lange, oder? Muss man in dieser Stadt verlobt sein, wenn man mit einer Frau ausgehen will? Oh, keineswegs. Wenn Sie sie besser kennen würden, könnten Sie mir nur vielleicht erklären, warum Miss Morgan Mr. Fuller ermordet hat. Was? Sie wurde praktisch auf frischer Tat ertappt. Praktisch? Sie stand blutverschmiert vor Mr. Fullers Leiche. Noch klarer wäre die Sache nur, wenn wir ein notariell beglaubigtes Video vom Mord hätten. Das ist doch absurd. Vielleicht hat sie den toten Fuller entdeckt und wollte helfen. Behauptet sie auch. Und was macht sie mitten in der Nacht in Fullers Laden? Was weiß ich? Fragen Sie sie. Das haben wir. Sie sagt, sie wäre von einem Mann telefonisch dorthin bestellt worden. Von ihrem Verfolger? Richtig, vom großen Unbekannten. Deswegen bin ich hier. Miss Morgan sagt, Sie hätten ihr von ihrem Verfolger erzählt? Allerdings. Und der Hotelbesitzer hat ihn auch gesehen. Bei ihm war ich schon. Er bestätigt, dass sich jemand nach Miss Morgan erkundigt hat. Aber er kann uns keine brauchbare Beschreibung geben. Haben Sie den Mann genauer gesehen? Hab ich. Er hat eng zusammenstehende Augen und... Nicht hier. Kommen Sie aufs Präsidium. Da können wir ein Phantombild anfertigen. Was ist mit Angelina? Naja, warten wir mal ab, was der Herr zu sagen hat, den Sie gesehen haben. Wenn er der Anrufer war, wird er es kaum zugeben. Wenn es diesen Anruf überhaupt gab. Kommen Sie bitte so bald wie möglich. Wir brauchen das Phantombild.
Oha. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse ja wirklich. Interessant finde ich, dass wir wie im Black Mirror 1 diese Traumsequenzen haben. Die hatten wir ja als Samuel Gordon beispielsweise auch. Und dass sich danach ein Mord zugetragen hat. Also immer bei den Kapitelübergängen. Das war in Black Mirror 1 auch schon so. Ich glaube kaum, dass Angelina Fuller getötet hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wir haben ja schon festgestellt, dass dieser Mann sehr, sehr mysteriös ist, der hier sein Unwesen treibt irgendwie und uns alle verfolgt. Und uns wahrscheinlich irgendwie... Er will irgendetwas von uns. Wir wissen noch nicht was. Wir haben gesehen, dass er in dieser Traumvision, die wir hatten, dass er im Krankenhausbett unserer Mutter war. Und das ist ziemlich, ziemlich gruselig. Also wenn er tatsächlich da war, dann könnte er ihr etwas angetan haben, wenn er uns schaden will. Ja, und irgendwie... Meine Mutter und irgendein anderer Mann. Hinten steht Black Mirror Castle, Willow Creek, England. Oktober 1969. Tja, und irgendwie scheint das ja nicht hinzukommen, denn Darren sagte ja selbst, sieht sie aus, als wäre sie im 5. Monat schwanger. Aber was heißt das denn jetzt eigentlich genau für uns? Naja, gehen wir aufs Präsidium. Wir haben ein Phantombild. Nein, das ist er nicht. Der Haaransatz war höher. So vielleicht? Nein, es war hier mehr... Können Sie mich nicht einfach kurz daran lassen? Sicher. Schauen Sie, Sie haben hier die verschiedenen Kinnformen und Augenbrauen und so weiter. Ich habe Ihnen zugesehen. Ich habe das Prinzip verstanden, okay? Über die Pfeile können Sie wechseln. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie hier auf Save und... Ja, ich krieg das schon hin. Okay, okay. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie fertig sind. Mhm. Okay. Je schneller die Polizei diesen Typen findet, desto schneller kann ich Angelina helfen. Wie sah der Kerl noch gleich aus? Okay, krass. Jetzt müssen wir quasi ein Phantombild anfertigen. Und logischerweise wäre da ist da ganz hilfreich, wenn man sich die sehr genaue Beschreibung dieses Typen von Darren in Erinnerung ruft, die er getätigt hat, als er ihn im Hotel gesehen hat. Also das Haar war so... Die Nase war so. Die Augen waren vermutlich so. Ich glaube, das kommt schon ungefähr hin. Das. So wird er ausgesehen haben, ungefähr. Oder so. So? Sind Sie fertig? Nein. So ganz passt das noch nicht. Kann ich mal eine Pause machen? Ja, aber nur kurz. Wir brauchen das Phantombild. Schon gut. Machen wir es nochmal. Mir ist noch etwas eingefallen. Sehr gut. Hier. Ich glaube, das war es aber schon fast. Dann war es doch die Nase, oder? Oder war es die Nase? Oder hatten wir die nicht eben schon? Wir probieren es mal mit der. Fertig? Naja, so ungefähr sah er aus. Ungefähr reicht nicht. Denken Sie noch mal drüber nach. Ja, ja. Okay, das ist immer noch Mir nicht ist richtig. Noch etwas Sehr gut. Dann war es doch die. War es das? Keine Ahnung. Denken Sie einfach mal. Ich habe mir doch einige nützliche Dinge in meinem... Ah, cool, okay. Dann müssen wir da nochmal nachgucken. Wahrscheinlich hier irgendwo in unserem... Wer ist der Fremde?
Braune, zurückgekämmte Haare, kleine gerade Nase mit Falten an den Seiten, tief liegende Augen, dunkle Augenbrauen, dünner Mund, kleiner Schnurrbart. Er hatte echt einen kleinen Schnurrbart? Tatsächlich. Etwas eingefallene Wangen. Ja, und warum? Mal im Krankenhaus, das hatten wir schon. Und jetzt haben wir hier auch einen neuen Eintrag. Ein neuer Tag in Biddeford. Es heißt, man soll vorsichtig mit dem sein, was man sich wünscht. Denn es könnte in Erfüllung gehen. Aber soll ich traurig über Fullers Tod sein? Vermutlich hat er nur bekommen, was er verdient hat. Das Problem ist nur, die Polizei verdächtigt Angelina. Als hätte sie einen Grund. Als könnte sie so etwas tun. Ich hatte einen Grund. Und trotzdem wäre ich zu so etwas nie in der Lage. Es könnte auch theoretisch Mrs. Biber gewesen sein. Wir wissen, dass sie große Probleme mit Fuller hatte. Es könnte aber genauso gut auch dieser Mann gewesen sein. Mir ist noch etwas ein... Okay, er hat also einen kleinen Schnurrbart. Eine kleine Nase mit Falten an den Seiten. Das spricht für diese Nase. Er hatte einen kleinen Schnurrbart. Die Augen dürften richtig sein. Oder waren das die? Nein, es müssen die gewesen sein. Klein... Dann war es das. So sieht er aus. Haben Sie's? Nee. Irgendwas ist doch immer nicht so einfach. Witzig. Mir ist noch. Okay, dann sind es vielleicht doch die anderen Augen. Die? Nein, das sind unverkennbar seine Augen. Zurückgegelte Haare. Oder sind es die? Das sind doch aber nicht seine Haare. Und? Das ist er. So in etwa sah der Typ aus, der mich und Angelina verfolgt hat. Kenne ich nicht. Vielleicht ein Tourist. Sie sagten ja auch, er habe mit Akzent gesprochen. Allerdings, was ist nun? Wie geht's weiter? Wir werden die Bilder in der Stadt verteilen und den Herrn zu einem Gespräch einladen. Und Angelina? Nun ja, sie ist... Angelina! Aaron, ich war es nicht. Du musst mich hier rausholen. Sie wollen mir das anhängen. Ich weiß, aber das kriegen wir schon hin. Sie wollen heute Nachmittag Anklage erheben. Du musst irgendwie... Kommen Sie, Miss Morgan. Darren! Ich hol dich hier raus. Ich lass mir was einfallen. Kommen Sie, Darren. Finger weg! Ich werde herausbekommen, was hier gespielt wird. Sie ist unschuldig. Was für ein Motiv sollte sie haben? Das ist die Sache. Wir wissen es nicht. Sehen Sie? Und andere hatten ein Motiv. Fuller hat Leute erpresst. So? Mrs. Biber vom Diner. Sie hat Geld an Fuller gezahlt. Viel Geld. Woher wissen Sie das? Ist das wichtig? Sie hatte ein Motiv. Und was ist mit dem Typen da? Er war gestern bei Fuller. Wir haben kein Geld in Fullers Laden gefunden. Und dieser Herr ist ein Zeuge, mehr nicht. Was die angebliche Erpressung angeht, haben Sie Beweise? Beweise? Fragen Sie Mrs. Biber! Und die würde uns sagen, wenn sie von Fuller erpresst wurde? Sie... setzen Sie sie unter Druck? Aufgrund Ihrer Vermutung? Nein, das reicht nicht. Wir brauchen Beweise oder wenigstens Hinweise auf eine Erpressung, bevor wir aktiv werden können. So lange sitzt unsere einzige Verdächtige dort hinter Gittern. Dann werde ich die Beweise besorgen. Puh. Vertragte Situation. Definitiv. Nur wo fange ich an? Ich brauche Beweise, dass Fuller ein Erpresser war. Nur womit hat er Mrs. Biber erpresst? Und nur sie oder auch noch andere? Ich möchte wetten, diese Geheimtür in seinem Keller hat damit zu tun. Yep, definitiv. Nur, wie kann ich sie öffnen? Ob Fuller den Schlüssel immer noch bei sich trägt? Ich muss es herausfinden. Das wird auf jeden Fall nicht einfach. Also, wir müssen erstmal zu unserer Mutter, definitiv. Wir müssen in Fullers Haus kommen irgendwie und dann die Geheimtür öffnen. Wir müssen dafür vermutlich in die Leichenhalle, wo wir Fullers Leiche finden, um an den Schlüssel zu kommen, der wahrscheinlich nicht einfach irgendwo rumliegen wird. Wir müssen vielleicht nochmal mit Mrs. Biber sprechen, wobei sie wahrscheinlich nicht rausrücken wird. Und wir können davon ausgehen, dass auch Carrie von ihm erpresst wurde und daraufhin Selbstmord begangen hat damals. Gucken wir uns erstmal noch ein wenig hier im Polizeirevier um.
Täter, Opfer, Verbrechen, Schicksale. Alles ordentlich abgeheftet und damit erledigt. Und wird doch mal ein Fall aufgeklärt, dürfte der Zufall seine Finger im Spiel gehabt haben. Wasserspender. Wasser zu verkaufen muss ein unglaubliches Geschäft sein. Man füllt irgendwo Wasser in Flaschen und packt ein schickes Etikett und einen Fantasiepreis drauf. Diese ganzen beschissenen Megakonglomerate versuchen es mittlerweile sogar, sich die Herrschaft über die Wasserversorgung ganzer Länder zu sichern. Dann steigen die Preise ins Unermessliche und das sowieso schon völlig verarmte Volk dort ist komplett im Arsch. Nestle. Die Polizei müsste kürzlich mit neuen Rechnern ausgestattet worden sein. Alles ziemlich aktuelle 486er. Naja, die 486er lassen selbst meinen Rechner alt aussehen. Kenn ich. Nach diesen finsteren Gesellen wird gefahndet. Da sind ja erbärmliche Verbrechervisagen dabei. Ja, manchmal sehen die auch einfach nur aus wie normale Leute, ne? Dahinter ist das Büro dieses selbstgefälligen, verblendeten Inspektors. Ob er wirklich glaubt, Angelina hätte diesen fetten Sack umgebracht? Naja, er weiß es vermutlich einfach nicht besser, woher auch. Da geht's zu den Zellen. In solchen saß ich auch schon zweimal nach Demonstration. Für die meisten in meinem Bekanntenkreis war das so etwas wie eine Auszeichnung. Ich fand's scheiße. Na. Offenbar können wir auch leider nicht dahin. Die Polizistin, ob wir mit ihr nochmal reden können? Ja, wir können sie nochmal über Fuller ausfragen. Kannten Sie Fuller? Er war ein Schwein. Und deswegen hat er es verdient, umgebracht zu werden? Warum sollte Angelina ein Dutzend Mal auf ihn einstechen? Warum sollte es jemand anderes tun? Sieht mir nach Leidenschaft aus. Angelina kannte ihn kaum. Vielleicht war sie wie von Sinnen. Eine Literaturstudentin aus England im Blutrausch. Hat es alles schon gegeben. Und wer sagt denn, dass sie Fuller nicht kannte? Vielleicht hatte sie ein verdammt gutes Motiv. Sollten Sie sich nicht sicher sein, dass jemand ein verdammt gutes Motiv hat, bevor Sie ihn wegen Mordes anklagen? Nicht bei so einer Bluttat. Wer das einem anderen Menschen antut, hat dabei nicht viel nachgedacht. Vielleicht hatte sie überhaupt kein Motiv und es hat einfach Klick gemacht. Bisher ergibt das wenig Sinn, wenn ihr mich fragt. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass sie dazu fähig wäre. Ich meine, wir kennen sie nicht gut, aber so viel sollten wir eigentlich schon wissen. Ist Fullers Leiche schon obduziert worden? Nein, noch nicht. Wir erwarten die Ermittler aus Portland gegen Mittag. Und bis dahin? Warten wir. Toll! Wo ist Fullers Leiche jetzt? Im Krankenhaus. Sie haben da eine Pathologie. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Wurde Fullers Haus gründlich durchsucht? So gründlich, wie es nötig war. Das heißt? Wir haben einen Mord und eine Tatverdächtige, die praktisch auf frischer Tat ertappt wurde. Wir haben also den Tatort fotografiert und die Spurensicherung hat alles dokumentiert. Haben Sie den Keller durchsucht? Nur flüchtig. Das habe ich mir gedacht. Warum erzählt er nichts von der Geheimtür? Das frage ich mich gerade. Er will einfach auf eigene Faust ermitteln. Weil es ja auch durchaus sein kann. Was für ein Scheißwetter. Naja, passt irgendwie. Es kann ja auch durchaus sein, dass die Polizei dann Beweisstücke beschlagnahmt, die Darren anders deuten würde als sie. Gehen wir zum Krankenhaus. Ich finde es übrigens cool, wie der Cursor einer von diesen 6 Schlüsseln aus Black Mirror 1 ist. Waren es 6 Schlüssel? Ich bin mir nicht sicher. Hi. Hallo, Mr. Michaels. Was kann ich für Sie tun? Wie geht es meiner Mutter heute? Unverändert. Ihre Vitalwerte sind in Ordnung, aber sie liegt nach wie vor im Koma. Also können wir nur warten. So sieht es aus. Ach, verdammt. Ist der Typ, der sich nach meiner Mutter erkundigt hat, nochmal hier gewesen? Nein. Zumindest nicht in meiner Schicht. Sagen Sie bitte auch den anderen Schwestern, dass sie sich melden sollen, wenn er hier auftaucht. Der Mann wird polizeilich gesucht. Ich weiß. Die Polizei hat ein Phantombild gefaxt. Gut. Ja, sehr gut. Dann ist wenigstens das. Dann läuft wenigstens das. Sie haben mitgekriegt, was mit Fuller passiert ist? Oh ja. Beatrix hat es mir erzählt. Sie haben ihn heute Morgen hier reingebracht. Blut überströmt. Kannten Sie Fuller? Nicht direkt. Was meinen Sie damit?
Ich habe von ihm gehört. Es hieß, man sollte als weiblicher Kunde nicht unbedingt bei ihm seine Fotos machen lassen. Ja. Warum nicht? Er war ein Ekel. Und er konnte angeblich seine Finger nicht bei sich behalten. Sowas spricht sich natürlich herum. Vielen Dank für die Auskunft. Kein Problem. Das ist auch das, was wir im Prinzip beobachtet haben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir diesen Wachmann hier wegkriegen. Der wird uns garantiert nicht in die Leichenhalle lassen. Lieferscheine. Hier liegt ein Lieferschein für Flüssigseife. Ich kann nichts mitnehmen. Die Krankenschwester würde es bemerken. Dann müssen wir sie irgendwie ablenken, aber erstmal gehen wir zu unserer Mutter. Die Waage ist auch noch da. Können wir mit ihr reden? Monatliche Zahlungen aus England von einem C-Punkt anstatt Schmerzensgeld von einer Versicherung. Und eine Rückenverletzung, die eher von einem Sturz herrührt als von einem Autounfall. Was wird hier gespielt, Mom? Warum hast du mich angelogen? Naja, ich habe so langsam das Gefühl, das ist nicht die einzige Sache, bei der sie uns angelogen hat. Bitte werde wieder gesund, Mom. Werde gesund und erzähl mir die Wahrheit über deinen und Dads Unfall. Ich will es wissen. Gehen wir wieder raus. Reden wir mal mit dem Wachmann, mal sehen, was er sagt. Entschuldigen Sie, dieser Bereich ist nur für Angestellte. Sie dürfen da nicht rein. Oh, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ich muss die Schwester irgendwie ablenken. Die lässt mich da nie rein. Aber wie? Aber wie? Ich muss Angelinas Unschuld beweisen, ich muss. Sie wurden in eine Falle gelockt, vermutlich von ihrem mysteriösen Verfolger. Hat er Fuller ermordet? Oder hat der Mord mit der Erpressung zu tun? Wahrscheinlich letzteres. Aufgaben. Beweise für Fullers Machenschaften, Zugang zum Leichenschauhaus. Wie können wir sie ablenken? Wenn der Tempel der Freiheit feststeht, wird das Volk ihn zu schmücken wissen. Mit Kameras schmücken wir unser Land der Freiheit. Gehen wir erstmal raus. Vielleicht sollten wir mal mit Mrs. Spiber reden. Sie wird uns wahrscheinlich rausschicken. So viel steht fest. Aber man kann es ja mal probieren. Und offenbar haben sie die Lichterkette hier gefixt, oder? Ah, nee, haben sie nicht. Das ist Mrs. Biber. Sie war am Mülleimer. Hinweise im Müll, hä? Ist ein Versuch wert. Bäh, ein betörender Geruch. Also, was haben wir hier? Mülltüten mit Essensresten, Verpackung, Servietten und... Hey, das sind ein Haufen Papierschnipsel. Cool. Das könnte in der Tat interessant sein. Jetzt können wir wieder genauso Briefe zusammenschnabulieren, wie... zusammensetzen wie in Black Mirror 1. Das sind die Papierschnipsel aus dem Müllcontainer am Diner. Mal schauen, ob ich sie zusammensetzen kann. Jo. Im strömenden Regen würde ich auf jeden Fall auch machen. So, wir müssen erstmal... Passt jetzt nicht so perfekt. Ah, wir haben hier irgendwie wenig Platz. So, das ist schon mal zusammenhängend. Sieht ein bisschen aus wie Deutschland. Aber auch nur ein bisschen.
Das sieht gut aus. Jo, das sieht sehr gut aus sogar. So, jetzt haben wir hier noch was. Das kommt dahin. Das können wir noch nicht sagen. So, was haben wir hier noch? Ein großes Stück und hier auch ein ziemlich großes Stück. Also das kommt auf jeden Fall irgendwo hier oben hin. Das kommt hier hin. So, das ist schon mal gut. Was haben wir hier? Das kommt hier hin. Dann haben wir... Das passt da nicht hin. Hier fehlt noch irgendwas anderes. Sehr gut. Sehr gut. Ganz. Das könnte hierhin passen. Das passt hierhin. Dann kommt das. Dann kommt das. Okay, jetzt ergibt es so langsam alles einen Sinn. Das kommt dahin. Das kommt hierhin. Jetzt brauchen wir... Kommt das dahin? Jo. Und das kommt hierhin. Jetzt haben wir es gleich. Das kommt hier unten hin. Dahin, dahin. Auf einmal ergibt alles einen Sinn. Und wir haben es. Tja, ich glaube, das ist ein Brief von Fuller an Mrs. Biver. Vielleicht sogar der, den ich ihr gestern in die Hand gedrückt habe. Liebste Claire, ich bin etwas enttäuscht, dass du mich gar nicht mehr besuchen kommst. Vermisst du all unsere gemeinsamen Stunden gar nicht? All den Spaß, den wir hatten? Schau dir die Bilder an. Du siehst so zufrieden und friedlich aus, findest du nicht? Ich sag dir, dir hat es auch Spaß gemacht. Und du traust dich nur nicht, es einfach zuzugeben. Hast du Angst, dass es rauskommt? Wäre ja auch zu peinlich. Eine verheiratete Geschäftsfrau muss auf ihren Ruf achten. Was würden die Leute sagen? Und was würde dein Mann mit dir machen? Das wäre ein Skandal. Aber davor werde ich dich beschützen. Ich und 15 Ben Franklins stehen zwischen dir und der Schande. Ich erwarte die Verstärkung bis heute Abend. Bringen Sie mir und ich werde mich ein paar weitere Wochen mit den Bildern vergnügen. F. Okay. Sie hatten also sogar ein Verhältnis. Das ist zumindest ein Beweis, dass Fuller Mrs. Biver erpresst hat. 15 Ben Franklins sind $1,500. Aber ob das der Polizei reicht? Sie werden fragen, womit er sie erpresst hat. Und Biver würde alles abstreiten, wenn man sie fragen würde. Ich muss herausfinden, womit Fuller sie erpresst hat. Und ich bin mir sicher, die Antwort befindet sich hinter der Geheimtür. Naja, eigentlich ging das doch schon ziemlich klar aus dem Brief hervor, oder nicht? Mit Fotos halt. Mit Fotos von den beiden und die dürfen halt nicht rauskommen. Denn dann würde ihr gesamtes Leben eigentlich zusammenbrechen.